Ja, wir sind hier wieder am Biohof Weißhäupl. Heute direkt aus dem Hühnerstall, weil der zufällig ausgeräumt worden ist. Das heißt, jetzt wird gerade umgestallt. Die alten Hühner sind quasi ausgestallt worden und die neuen kommen dann in 14 Tagen. Und es geht halt immer wieder und immer wieder um die Fermente, wo sie denn eingesetzt werden. Und da haben wir heute die richtige Kulisse für diese Fermentgeschichte. Für uns ist es schon ganz normal, wir setzen das schon 10 Jahre lang ein. Also wir waschen den Stall und geben bei dem Fließwasser quasi Fermente dazu. Das sind jetzt die klassischen EMs, wie es jeder kennt. Das ist für diesen Effekt, damit der Stall nicht desinfiziert werden muss, sondern wir setzen vorher, bevor wir den Stall auswaschen, weichen wir den Stall schon mal ein mit Wasser und EM. Dann wird der Stall gewaschen und hinterher wird nochmal mit EM ausgesprüht. Und hier sieht man, wie der Hühnerstall eben leer gemacht worden ist und rausgewaschen. Jetzt darf er in sich trocknen und wird dann wieder mit den gewaschenen Einzelteilen zusammengestellt. Und wenn dann alles fertig zusammengestellt ist, wird wieder das klassische EM drüber gesprüht, damit die nächste Partie quasi einen gesunden Start hat. Und so ist mal der eine Ansatz für EM-Einsatz bei uns im Hühnerstall. Der nächste Ansatz ist ja dann schon in Richtung Futter. Beim Futter kommt auch EM mit dazu. Einerseits, damit es besser haltbar ist und andererseits, weil es die Hühner halt besser fressen. Und dann geht es weiter im Wasser drinnen. Das wird aber nur, ich sag mal so eine Hausnummer, alle 2 bis 3 Monate, ganz kurz für 1, 2, 3 Tage. Eingesetzt. Wir vernebeln dann auch übers ganze Jahr im Stall selber das EM. Das wird bloß einmal in der Früh kurz und am Abend ganz kurz für 1 Minute ganz leicht vernebelt. Wie soll ich sagen, es ist ein angenehmes Klima. Hier will man auch im Stall selber sein. Also ihr kennt doch viele Ställe, wo man reingeht und die Nase zuhält und ich bin schon weg, hier hält man es nicht aus. Also wir wissen, von was wir sprechen, wir kennen das von früher, aber seit 2010 rum, wie wir das mit EM begonnen haben, ist das eigentlich Geschichte. Und jetzt ist es so, dass wir rückblickend seit es sind schon fast 10 Jahre, keine Tierarztkosten mehr haben. Also fragt mal in so einem Hühnerbetrieb, wer denn Tierarztkosten gleich null hat. Also da sind wir wahrscheinlich einer der wenigen. Das sind mal die Einsatzbereiche von Fermenten im Hühnerstall. Und es geht ja dann bei uns eigentlich weiter und wir reinigen sogar die Teigwarenproduktion. Die wird jede Woche 2-mal gereinigt mit den ganzen Reinigungsmitteln, die alle ja kennen, wie zum Beispiel aus dem Sortiment von EM Chiemgau. Es sind eben so derartig viele Einsätze, dass ich manchmal beim Erklären wieder ein oder zwei Details vergesse, aber das ist so das EM für den Hühnerstall, für die Reinigung und dann geht es in Richtung Ackerbau. Und dort werden dann auch sehr viele Fermente eingesetzt. Das kennen ja die meisten dann eben, wo wir mit der Ökoregion Kaindorf viel Humus aufgebaut haben. Und dort ist halt unser Steckenpferd das EM gewesen am Anfang. Dann kam halt Kompost-Tee dazu. Aber im Grunde sind wir mit EM groß geworden und die Fermente am Feld draußen heißen mittlerweile ja Bodenverjünger und das war so richtig der Meilenstein. Also dort ging wirklich die Post ab
Und wir haben gemerkt, da ist noch viel Potenzial drinnen und wir nutzen es mittlerweile ja schon aus. Die Fermente werden grundsätzlich bei uns am Hof selber hergestellt. Hergestellt ist vielleicht falsch, aber vermehrt. Aus dem einen Grund, weil wir unsere Fermente selber herstellen mit den Kräutern vom Hof. Wir, egal welches EM oder Ferment wir herstellen, es wird immer aufgewertet, aufbereitet mit unseren eigenen Kräutern. Investiert, damit das richtig gemacht wird. Und wir lehren das mittlerweile ja auch auf unserem Betrieb, damit andere Leute das auch kennenlernen dürfen. Und somit wünsche ich einen oder guten Erfolg auf euren Betrieben mit unserem gemeinsamen Wissen. Dankeschön.